und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von meinem kleinen Video. Ja, zu komischer Zeit, zu komischer Uhrzeit, zu komischer Tageszeit. Heute ist Mittwoch, der 2. März. Wir haben jetzt gerade kurz nach 2 Uhr oder 14 Uhr. Für mich ist es sehr ungewohnt, weil ich ja eigentlich vormittags meine Videos aufnehme. So frisch ausgeschlafen und noch voll fit und energiegeladen in den Tag hinein startend. Ja, heute ist es ein bisschen anders. Die Kinder haben Ferien, dadurch ist unser Alltag momentan natürlich anders als sonst. Ich gebe es zu, ich schlafe auch ein bisschen länger, aber das ist ja, kann man ja auch machen. Ne? So als Mama darf man ja auch mal ein bisschen länger im Bett liegen bleiben und nicht gleich, wenn der Wecker klingelt, rausspringen müssen. Ja, dann muss ich sagen, habe ich tatsächlich ein bisschen mit mir gehadert, mit diesem ganzen Video jetzt hier. Ja, weil im Moment die Situation in Europa einfach sehr bedrückend ist. Ich habe auch lange überlegt, ob ich was dazu sagen soll oder nicht, aber ich möchte gern was dazu sagen, weil ich tatsächlich sehr betroffen bin. Also es nimmt mich wirklich mit. Also die Situation nimmt mich mit. Ich bin fassungslos, fast schon ohnmächtig an dieser was da gerade alles passiert in der Ukraine und vor allem, was noch kommen wird, das weiß man ja alles nicht. Und es macht mir Angst. Es macht mir wirklich Angst. Ich versuche mich so gut wie es geht abzulenken. Es klappt auch einigermaßen. Ich weiß, dass, oder was heißt ich weiß, ich habe es durch andere Podcaster gesehen in den Kommentaren oder auch auf Instagram, dass viele die Ablenkung auch im Stricken finden und im YouTube schauen, das kann ich leider nicht bestätigen, dass es bei mir zutrifft. Das ist leider nicht so. Aber nichtsdestotrotz, ich gehe sehr viel, ich gehe nicht mehr spazieren wie sonst, aber größere Runden. Ich gehe tatsächlich länger mit den Hunden laufen. Das Wetter ist im Moment gigantisch bei uns. Es ist wunderschön. Wir haben jetzt täglich Sonnenschein und man kann halt ganz toll über die Felder laufen. Also über die Feldwege. Ich laufe jetzt nicht direkt über die frisch umgegrabenen Felder oder frisch gedüngten Felder. Das haben sie auch schon ganz fleißig bei uns gemacht. Ihre Jauchegruben leer. Aber das tut mir gerade tatsächlich echt gut. Also ich habe dann meine Stöpsel in den Ohren und höre meine Hörbücher und laufe mit den Hunden einfach querfeldein und genieße die Ruhe und krieg auch den Kopf ein bisschen frei, was ich beim Stricken im Moment gerade nicht hinkriege. Wobei ich sehr viel stricke. Also da merke ich dann auch, ich, das ist jetzt fast schon eine Therapiestunde, aber ich stecke wahnsinnig viel meiner Emotionen in die Strickstücke rein. Also das hört sich jetzt komisch an, aber es ist so. Also ich merke das dann auch an der Geschwindigkeit, wie ich stricke. Also wenn ich jetzt sehr aufgewühlt bin oder dann stricke ich wie ein Weltmeister. Dann stricke ich und stricke ich und stricke ich. Und wenn ich aber total entspannt bin, dann ist auch die Strickgeschwindigkeit weniger. Also ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, ob ihr das auch macht, aber bei mir ist das ganz massiv. Je angespannter und je mehr mich irgendwas beschäftigt, umso schneller stricke ich. Das ist wie so ein, ich muss diese Emotionen jetzt loswerden und kriege sie in dieses Strickstück rein projiziert. Ja, genau. Gut, so, genug zu dem Thema. Es ist furchtbar, es ist schlimm, wir sind da alle der gleichen Meinung. Sowas ist wirklich, das hätte nie jemand gedacht, dass sowas mal passiert. Aber ja, wir sind jetzt hier, um meine Strickstücke anzuschauen. Oder ihr seid jetzt da, ich zeige sie euch. Ich fange heute mit meinem Violas-Wetter an. Ihr seht schon, ich habe ihn heute an. Und ihr könnt sehen, der ist nicht mehr grau. So, das mache ich immer die Haare ein bisschen auf die Seite. Hier ist dieses wunderschöne Zopfmuster, was man reingestrickt hat, was auf beiden Seiten läuft. Ja, das Licht ist heute auch ein bisschen schwierig. Und der war ja mal grau. Ich habe ihn. Ja, genau. Erstmal muss ich sagen, ich habe ja ein kleines bisschen Wolle noch gebraucht. Der war ja eigentlich fertig beim letzten Mal schon. Bis auf 8 popelige Reihen am Bündchen. Wegen 8 Reihen musste ich nochmal Wolle bestellen und hatte Glück, weil diese Wolle wird ja aus dem Sortiment genommen. Und habe dann gegen Ende der Woche, habe ich dann noch mein letztes Knäuel Wolle gekriegt für diesen Pullover. Die Winterkotten von Supergarne. Ich kann das auch bestätigen. Das ist wirklich ein Supergarn. Es ist super günstig. Und es ist einfach
unglaublich angenehm zu tragen. Für alle, die auch das Problem haben, dass ihnen sehr schnell sehr warm wird und eher Schwierigkeiten haben, mit Wollpullovern zu tragen, weil sie eben mit dem Wollanteil zu warm sind, Baumwolle-Poli. Super. Ich fühle mich unglaublich wohl in diesem Teil. Es ist super weich. Es macht ein schönes Strickbild. Ja, ihr seht so ein bisschen, kleines bisschen Pilter. Ich weiß aber nicht, ob das auch an dem Färbevorgang lag. Ich glaube schon. Ja, genau. Also, der war fertig. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, dass dieser Pullover in der Mitte einen ganz blöden dunkleren Streifen gekriegt hat, weil ein Knäuel die andere Partie, eine andere Partie war. Was ich nicht gemerkt habe während dem Stricken, sonst hätte ich das vielleicht irgendwie anders verteilt, aber da ich dann sowieso gemerkt habe, diese Farbe steht mir einfach nicht, dafür bin ich einfach zu hell. Und ich finde auch, dadurch hat der Pullover tatsächlich optisch etwas aufgetragen. Also in diesem hellen Grau fand ich jetzt nicht sehr optimal für mich. Und dann habe ich mir im Drogeriemarkt eine Färbung geholt, und zwar die Textil-Intensivfarbe von Simplicol. Ja. Und habe mir ein Samtschwarz gekauft. Ja. Ich weiß nicht, vielleicht hat der ein oder andere mein Foto auf Instagram gezeigt, was ich da ganz stolz dann gleich präsentiert habe. Ich glaube, das war sogar am Samstag, wo ich den Pulli umgefärbt habe, und auf dem Bild konnte ich die Farbe nicht wirklich einfangen, weil sie ist wirklich im Original, ist es fast schwarz. Es geht vielleicht ein bisschen ins Bräunliche, was ihr jetzt hier auch nicht so gut sehen könnt, aber in diesem dunklen Grau, wie es auf Instagram zu sehen war, ist er nicht. Also das sieht man jetzt hier schon viel, viel besser. Ja, ganz mutig war ich, ganz, ganz mutig. Ich habe diesen Pullover einfach so, ohne Wäschenetz oder so, in die Waschmaschine geschmissen. Bei meine Waschmaschine hat so einen Knopf oder so ein Programm, wofür empfindliche Wäsche ist. Es ist kein Wollwaschprogramm. Ich will immer pflegeleicht sagen. Nein, das Gegenteil von pflegeleicht. Mir fällt es jetzt nicht ein. Also ich habe da auf jeden Fall so eine, oder meine Maschine hat da so eine Einstellung, die man dann da drücken kann, und dann schleudert es halt auch nicht mit so hohen Drehzahlen, kann man auch einstellen, also das ist nicht das Problem. Auf jeden Fall habe ich dann diese 50 Minuten gebibbert, ob dieser Pullover auch sich schön umfärbt und ob die Farbe drin bleibt. Das war natürlich auch eine Überraschung. Ja, nach 50 Minuten bin ich wieder im Keller, also ich bin jetzt nicht 50 Minuten vor der Waschmaschine gestanden, wobei ich hätte mir einen Stuhl holen können und stricken, gell? Aber unsere Waschküche ist kalt und nicht so hübsch, also von dem her. Ja, und dann war dieser Pullover im Ganzen einfach nur schwarz. Ich habe nur einen großen schwarzen Wollknoppelbumbel da in der Waschmaschine gesehen und habe mich gefreut wie ein Schnitzel. So, und dann muss man ihn nochmal waschen. Das habe ich dann mit normalem Waschmittel, und das habe ich dann aber im Wollwaschprogramm gemacht, und er ist so geblieben, wie er war. Er hat nicht noch mehr Farbe verloren, und ihr seht, er ist auch wirklich regelmäßig gefärbt. Also ich habe keinen Unterschied, oder ich habe auch keine Stellen, wo jetzt die Farbe nicht gut angenommen wurde. Er ist wirklich in einem Stück durchgefärbt. Und ich war so glücklich über diesen Pullover und bin es heute noch. Also mein Tipp, Baumwolle-Poli könnt ihr locker mit Simplicol-Farbe einfach so färben in der Waschmaschine. Haltet euch an die Anleitung, das habe ich auch gemacht. Hat wunderbar funktioniert. Ich habe noch in einer Facebook-Gruppe, hat mir noch jemand den Tipp gegeben. Ach, was rede ich denn? Nicht Facebook, WhatsApp. Hat mir noch jemand den Tipp gegeben, nach dem Färben putz unbedingt deine Waschmaschine. Also diesen Gummiring. Und das habe ich gemacht und das war gut. Also da habe ich noch einiges an Farbe gehabt, obwohl draufsteht, da bleiben keine Überreste drin. Lieber doch nochmal nachwischen, weil sonst habt ihr nachher rosane Unterwäsche oder so, wenn ihr dann die Waschmaschine wieder benutzt. Ja, kleiner Tipp am Rande, den ich auch nur weitergebe, den ich selber bekommen habe. Ja, aber ich habe ihn gefärbt und ich blende euch jetzt mal ein Foto ein. Hier seht ihr jetzt den Unterschied. Auf der linken Seite ist er noch in Grau und da sieht man diesen Streifen. Und auf der rechten Seite ist er jetzt gefärbt. Da ist der Streifen komplett verschwunden. Also es war wirklich eine sehr gute Entscheidung. Dieser Pullover hat einfach nochmal
wirklich an Mehrwert dazu bekommen durch das, dass ich ihn umgefärbt habe. Und jetzt trage ich ihn auch, weil in Grau hätte ich ihn nicht getragen. Da hätte ich wahrscheinlich irgendjemand gesucht, der ihn haben möchte und hätte wahrscheinlich auch niemand gefunden. Was ist denn hier eigentlich los? Irgendwelche komischen Krümel. Wie kommen denn da Krümel hin? Ich habe doch mit dem noch gar nichts gegessen. Naja, egal. Ja, so ist das halt. Genau, mein Viola. Der Viola ist eine Kaufanleitung von der Melanie Mehlinger. Ihr findet sie auf Reverie und sämtlichen sonstigen Plattformen verkauft sie ihre Anleitungen. Auf Instagram ist es die Melanie Nitz. Da findet ihr sie und sie hat so schöne Designs. Und was mir ganz besonders gut an dem Pullover fällt, ist die Passform. Dieser Pulli passt mir. Ihr seht es auch hier. Der ist wie auf meinen Leib designt und gestrickt worden. Diese Form von Armkugel oder diese Art von Armkugel einstricken, es ist perfekt. Es passt mir einfach super gut. Und ich werde jetzt auch gezielt, wenn ich dann mal wieder Oberteile stricken möchte, werde ich, glaube ich, also ich kann es euch nicht versprechen, das ist ja immer bei mir, habe ich ja letztes Mal schon gesagt, nehmt mich nicht so ernst, was ich im Video erzähle. Das kann im nächsten Mal schon wieder ganz anders sein. Aber diese Form von Pullover finde ich super. Und da werde ich dann schon vielleicht ein bisschen drauf achten bei der nächsten Anleitung, dass ich mir eventuell doch da gucke, dass ich so Designs mit Schulterkugel mir einfach raussuche. Weiter geht's mit meinen Socken. Heute habe ich ja mal ganz untypisch angefangen mit Pullover. Ja, ich kann euch ein paar Socken zeigen, die ihr noch nicht kennt. Die kennt ihr noch nicht, weil es ein Teststrick war. Der Teststrick war ein paar Socken von der Christine Joelle Joelle. Handmade for Friends, ihr findet sie wie üblich auf allen Plattformen, Instagram, Ravelry und ich durfte wieder Test stricken und das ist dabei rausgekommen. Das sind die Socken Alara, die ich testen durfte. Ich finde sie super mit diesen Zöpfen und hier oben, diese Streifen werden jetzt nicht einfach nur gestreift gestrickt, sondern da wird mit Hebemaschen gearbeitet. Also das hat wirklich sehr viel Spaß gemacht zu stricken. Ich finde sie auch total hübsch. Größe 42, 43, die wird mein Mann bekommen. Die haben jetzt schon eine ganze Weile in der Projekttasche gewartet, dass ich sie euch endlich zeigen kann. Seit Samstag gibt es diese Anleitung. Das ist eine kostenpflichtige Anleitung und ich finde sie einfach toll. Und natürlich gibt es zwei von der Sorte. Richtig schön. Ich finde, das sind so ein bisschen, sehen die, also ich musste da sofort an Förster oder Jäger denken, bei dieser Farbzusammenstellung. Ich zeige sie euch mal ein Stück näher. So. Ich habe die Terrassentür offen, weil es so schönes Wetter draußen ist. Vielleicht hört ihr ab und zu mal ein Auto vorbeifahren. Ja, die Alara Socken. Ja, zur Anleitung selber kann ich euch natürlich nichts sagen. Wenn ihr die haben wollt, müsst ihr die euch kaufen. Aber die Sockenwolle, ich habe die grüne Sockenwolle. Das ist ein Rest von einer Regia. Und da habe ich immer noch übrig. Die ist auch schon gut abgelagert. Die habe ich schon eine ganze Weile. Damit habe ich gestrickt. Und die Grau ist eine Prolana, meine Wolle, Sockenwolle Uni. Das war die Haupt- oder ja, doch Hauptfarbe, kann man sagen. Genau, und das ist da übrig von 100 Gramm. Also, ja, keine Ahnung, wie viel das noch ist. Auf jeden Fall ein schöner Rest, wo man noch gut was mit anfangen kann. Genauso wie das Grün. Die habe ich mit 2,5 Nadeln gestrickt und freue mich, dass sie jetzt in den Schrank wandern dürfen. Und mein Mann wird wahrscheinlich denken, hä, wo kommen denn die Socken her? Weil meistens drücke ich sie ihm in die Hand, wenn ich was Fertiges habe für ihn. Ja, finde ich sehr schön. Genau. Kann ich euch gar nicht viel mehr dazu sagen. So, das waren die Socken Alara. Wie mache ich weiter? Ja, genau. Ich mache mit meinen Valentins-Socken weiter. Uch, habe ich jetzt gewackelt. Ich habe euch heute auf dem Tisch stehen. Ich dachte, ich probiere das mal anders, weil irgendwie gefällt mir das in meinem Sessel. Der ist zwar super toll zum Stricken, und aber irgendwie, naja, egal. So, meine Valentins-Anstricksocken. Ich habe ja bei der Aktion von der Elli mitgemacht. Sie macht ja jedes Jahr ihren Valentins-Anstrick. Dieses Jahr also in Kooperation mit der Melanie Mehlinger. Sie hat uns zwei
verschiedene Anleitungen zur Verfügung gestellt, wo wir für den guten Zweck Socken stricken konnten. Oder können. Das ist ja, das ist dann zwar jetzt kein Valentinsanstrick mehr, aber wir können ja das ganze Jahr über für einen guten Zweck stricken. Mache ich ja auch. So, und das sind die gelben bei mir in grün. Auch in Größe 42, 43. Diese Anleitung gibt es jetzt nicht mehr kostenlos. Letztes Mal habe ich euch ja noch erzählt, die waren bloß bis zum 20. Februar kostenlos zu kriegen. Einmal die gelben, grünen oder die Marlin-Socken. Die habe ich jetzt nicht gestrickt, weil ich gehöre zu denen, die nicht so gerne linke Maschen an der Socke stricken oder in Socken. Ja, so sehen meine aus. Mit einer Herzchenferse, mit einer Bandspitze und mit einem eins rechts verschränkt, eins links Bündchen. Das gefällt mir im Moment gerade sehr gut. Also stricke ich gerade wieder, ja, recht gern an als Bündchen. Ich wechsle ja immer mal ab. Genau, die habe ich ja mit 2,75ern gestrickt, weil Zopfmuster hier, das kann sich ganz gern mal ein bisschen zusammenziehen. Und da ich ja sowieso so fest stricke, ja, hat sich das angeboten, dass ich da einfach ein paar größere Nadeln nehme. Ja, und die zweite Socke gibt es natürlich auch. Es gibt eine linke und eine rechte Socke. Ja, und auf der anderen Seite sind sie dann einfach nur in glatt rechts gestrickt. Jo, so sieht das aus bei mir. Und die gehen an den Eierstockkrebs e.V. Ja, das habe ich schon für mich so bestimmt, dass die an den Eierstockkrebs e.V. gehen werden. Da kann man sich ja Banderolen ausdrucken. Und wenn man die ausdrucken möchte, werden einem immer gleich drei ausgedruckt. Also man kann das jetzt nicht raussuchen, dass man nur eine möchte oder so. Nein, drei. Aber das macht nichts, weil dann stricke ich halt drei Paar Socken. Ist ja eigentlich kein Problem. Gell? Wo wir dann zu meinem... Nee, zur Wolle wollte ich euch noch was sagen, zu den... Valentinsocken. Das habe ich mit dieser Wolle gestrickt. Die habe ich geschenkt bekommen. In meinem letzten Tatort-Wichtelpäckchen habe ich die bekommen. Die, meine Wichtelmama in dem Fall hat die selber gefärbt. Ich kann euch allerdings nicht sagen, was das für eine Basis ist. Also ich weiß nicht, auf welcher Wollqualität sie die gefärbt hat. Ich weiß nur, dass es Sockenwolle ist. Sie ist sehr schön weich. Also ich finde sie qualitativ sehr hochwertig und freue mich, dass die jemand bekommt, der ein bisschen Aufmunterung braucht. Ja. So, dann Sockenbrett. Ich habe euch im letzten Video was unterschlagen. Ich habe es dann am Abend festgestellt, als ich in meine Ecke bin, auf der Couch, und als ich da eine Projekttasche liegen sah, dachte ich, hä, was ist denn da drin? Ja, stimmt, habe ich vergessen. Egal, nicht so schlimm. Und zwar, meine Gumgumsocken, die habe ich im vorletzten Video euch gezeigt, dass ich die angefangen habe zu stricken aus Spendenwollresten. Ja, da wo der Löwe hängt oder ein Tiger, nee, ist ein Tiger, kein Löwe, war ich vor 4 Wochen. Ziemlich genau, ja. Und da habe ich einfach mal wieder Gumgumsocken angefangen. Die Wolle, das sind die beiden. Einmal dieses grün Flieder, und dieses ganz gackelig grüne. Das ist richtig neongrün. Das könnt ihr jetzt so leider nicht sehen, weil es die Kamera nicht aufnimmt. Aber das ist wirklich richtig knallig. Und die beiden zusammen haben dann diese wunderschönen Frühlingssocken ergeben. Und da habe ich gedacht, ja, die passen auch zur grünen Sockenaktion, weil halt doch sehr viel Grün drin ist. Erstens hier und auch in den Kontrastfarben. Ja, da habe ich die eine fertig, auch in Größe 42, 43. Ihr seht heute nur Größe 42, 43. Und die zweite, da habe ich angefangen, bin noch nicht ganz so weit. So, das ist die zweite. Da habe ich jetzt erst das Bündchen fertig und ein kleines Stückchen vom Schaft. Das sieht so aus. Das dauert noch ein bisschen. Ja, doch. Und die stricke ich mit Magic Loop, weil ich stricke ja... Es gibt ja verschiedene Methoden, wie man so Gumgums stricken kann. Ich stricke sie mit der Helix-Methode. Das heißt, die letzten zwei Maschen, bevor der Farbwechsel kommt, hebe ich einfach ab und stricke mit der neuen Farbe weiter und so weiter und so fort. Mit dem Nadelspiel gibt es ja einige, die dann nadelweise das Ganze machen, und das ist mir tatsächlich zu, ja,
ich mag da lieber meine Rundstricknadel. In dem Fall ist es jetzt eine 2,5er von Xiaogu, wo ich dann locker in der Runde einfach stricken kann. Ja, mit diesen zwei Knäueln. Das sind auch beides handgefärbte Spendenwollen. Das waren, glaube ich, das waren noch fast 100 Gramm und der untere war ein bisschen weniger. Ich hoffe, dass der mir reicht. Ich weiß nicht. Ach doch, müsste eigentlich schon reichen. Ah, ich kann es echt schwer einschätzen. Ich habe ihn natürlich nicht gewogen. Gell? Sowas fällt mir natürlich immer während dem Stricken ein. Oje, das wird auch reichen. Und ich kann ja jetzt diese... Naja gut, theoretisch könnte man es schon machen. Wenn man das jetzt irgendwie hochrechnet und ausrechnet, wie viel Gramm die Fersespitze und Bündchen gebraucht. Also nee, ist mir zu viel. Also ich stricke jetzt einfach locker drauf los und hoffe einfach, dass die Wolle reicht. Ja. So ist das halt, gell? Naja, also wie gesagt, Spendenwolle, wo ich nicht weiß, was es für Qualitäten sind. Ja, finde ich aber auch sehr schön. Ich finde die auch wirklich nett. Und was rauskommt, ist halt super, gell? Also ich hätte die so an sich niemals zusammen verstrickt, aber bei Gumgum, da könnt ihr verstricken, was ihr wollt. Und es ist immer schön. Es ist eigentlich immer irgendein Meisterwerk, wo da rauskommt, weil sowas findest du nie wieder. Das ist ein absolutes Einzelstück. Ja, genau. Da habe ich jetzt auch einfach nur Stino, also Bündchen, zwei rechts, zwei links, verstärkte Herzchenferse und eine Bändchenspitze. Ja. Gut, jetzt gucke ich gerade so um mich rum. Ich habe noch ein paar Socken, habe ich euch noch. Ja, wenn wir dann schon bei grün sind, das wird mein zweites grünes Sockenpaar für die Eierstockkrebs e.V. Aktion. Und dann habe ich euch ja letztes Mal gezeigt, dass ich ein tolles Päckchen bekommen habe mit 6-fach Sockenwolle. Und da habe ich euch schon gezeigt, dass das die nächsten werden, die ich anschlagen werde. Das sind die Perfect Partner Look Color 6-fädig von Regia. Die kommen auch mit. Die werden auch gestrickt für die Eierstockkrebs-Aktion. Ja, habe ich. Habe ich jetzt schon zweimal gesagt, gell? Egal. So, also, und dann habe ich rumprobiert und habe, ich wusste ja nicht mehr, welche Nadelstärke ich bei der letzten Socke genommen habe, die ich mit 6-fädiger Sockenwolle gestrickt habe und habe einfach mal rumprobiert und habe mich für 3er-Nadeln entschieden. Habe gestrickt, ich habe 14 Maschen pro Nadel genommen und dann waren mir die aber tatsächlich doch ein kleines bisschen zu locker. Und habe mich dann entschieden, dass ich das Bündchen auch in eins rechts verschränkt, eins links stricke, auf dem Vorderfuß einfach mitstricke. Also ich habe jetzt sozusagen zwei Nadeln mit verschränktem Bündchenmuster und zwei Nadeln mit glatt rechts. So lasse ich das jetzt laufen, weil das zieht sich dann einfach hier oben ein bisschen zusammen und ist aber nicht so eng. Wie gesagt, ich habe 14 Maschen pro Nadel genommen. Ja, und das stricke ich jetzt vor und mache nachher einfach nur ein Bündchen. Und ich glaube, das wird ganz hübsch. Das ist zwar was Einfaches, aber macht irgendwie was her. Diese verschränkten Maschen sind einfach hübsch. Mir gefallen die. Ja, und wieder eine verstärkte Herzchenferse. Also bei der 6-fach-Wolle habe ich jetzt wieder verstärkt. Was erzähle ich euch denn? Nein, nicht verstärkt. Bei der 6-fach-Wolle stricke ich keine verstärkten Fersen. Weil ich finde, die ist schon dick genug. Kann man so lassen. Ja. Genau, das werden auch Spendensocken. Dann habe ich 3 Paar Socken. Und dann schauen wir mal, ob ich die dann direkt wegschicke. Ich denke aber eher nicht, weil ich habe noch so viel Spendenwolle, wo im Laufe des Jahres mit Sicherheit noch mal 3 Paar grüne Socken entstehen können. Gut, ich denke, das geht durch als grüne Socke. Das ist jetzt eher, ja, das ist halt wirklich so ein knalliges Apfelgrün oder wie heißen denn diese knallgrünen Äpfel? Die habe ich als Kind so gern gegessen, ich weiß es nicht mehr. Egal. Also das ist schon sehr, fast ins Gelbe schon, aber ich glaube, kann man als grün noch durchgehen lassen. Ja, die werden auch fleißig weiter gestrickt. Gut. Das war's an Socken für diese Woche. Dann zeige ich euch jetzt ein von mir sehr vernachlässigtes Projekt. Mein Longline-Cardigan. Er hat es eigentlich nicht verdient, dass man ihn so vernachlässigt. Aber
der Strickspaß ist mir so, ich weiß nicht warum, er ist so wunderschön. Das ist der Longline Cardigan von der Jorge Locatelli. Ich habe ihn euch schon ein paar Mal in die Kamera gehalten. Den habe ich ja in der ersten Novemberwoche an der Nordsee angefangen. Dann lag er ganz, 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 ganz lang. Und vor 6 Wochen oder so hatte ich dann das Gefühl, oh, der macht ja doch Spaß zu stricken, weil er wird ja so schön. Also stricke ich ihn weiter und seit 4 Wochen liegt er jetzt fast wieder. Ach, was soll ich sagen? Ja, da kamen halt dann die Teststricks dazwischen und dann das und hier und ja, egal. So, ich habe ihn jetzt blöderweise nicht auf eine lange Nadel gezogen. Aber ich glaube, ihr könnt euch vorstellen, da wo jetzt meine linke Hand ist, ist nachher der Nacken. Und dann hat er hier so einen schönen, wunderschönen Kragen. Das ist eigentlich eine einfach gehaltene Jacke. Sie wird nur in glatt rechts gestrickt mit diesem breiten Kragen, den man in 1 rechts, 1 links strickt. So sieht es dann aus. Ja, ich muss gerade gucken. Dieser Marker ist von vor 4 Wochen. Also ihr seht, ich habe immer mal so fürs Gewissen ein paar Reihen dran gestrickt. Hat er eigentlich nicht verdient. Der ist wirklich schön. Ja, man sieht jetzt auch, dass ich wieder einen Farbwechsel drin habe. Also, oh, Moment, ist das eine Masche? Ach, jetzt fängt der Nachbar an zu sägen oder zu flexen. Ich hoffe, ihr hört das jetzt nicht so laut. Ja, so, also man sieht, ich stricke den ja aus selbstgefärbter Wolle. Bis hier war das erste Knäuel. Bis hier ungefähr, oh, der Arm wird schwer, der zweite und jetzt ist der dritte dran. Und da verändert sich jetzt die Musterung und die Farbe wieder. Ich habe das bewusst so gemacht. Ich wollte das so. Ich wollte nicht faden, absichtlich nicht. Und jetzt ändert sich das natürlich alles wieder. Ich gucke gerade mal, ob man es am Rücken besser sieht. Aber ja, die Nadel ist zu kurz, es tut mir leid. Sieht man so besser? Ja, doch schon ein bisschen, gell? Aber jetzt nicht so wahnsinnig. Also ich finde, das Grundgerüst gefällt mir sehr, sehr gut. Also die Farbe, ich finde auch diese Melierung, dass sich das immer wieder ändert, gefällt mir an sich sehr, sehr gut. Ja, doch, finde ich richtig schön. Und sie hat es ja auch auf ihrer Anleitung so in der Art und das war eigentlich auch mein Ziel, dass ich das so in die Richtung färben möchte. Ist mir ganz gut gelungen. So. Ja, so sieht man es, glaube ich, ganz gut, dass es sich jetzt wieder ändert. Ja, doch, also ich glaube schon, dass das wirklich eine schöne Jacke wird und ich vermute auch, wenn ich hier meinen Teststrick, der hier die ganze Zeit schon neben euch hängt oder neben mir, neben euch, so ein Quatsch, neben mir, wenn der fertig ist, dann werde ich auch hier an meinem Longline wirklich gucken, dass der vorankommt, weil er wirklich schön ist und es wird ein tolles Teil. Ich werde nur allerdings wahrscheinlich ein Problem kriegen, auch mit dem Reichen der Wolle. Ich stricke diesen Pullover, ach Quatsch, diesen Cardigan mit 3,75er Nadeln. Ja, habe 5 Knäule dafür gefärbt. Das ist jetzt das Knäuel, das momentan dranhängt. Und dann habe ich noch 2. So. Grundsätzlich würde ich sagen, kein Problem, das reicht, weil ich brauche für Ärmel reichen mir 100 Gramm Sockenwolle. Das weiß ich, weil ich habe es ja schon öfter gestrickt. Aber das waren alles Ärmel von einem Raglan oder von einem Rundpassenpullover. Das ist jetzt die gleiche Konstruktion wie mein Viola mit Armkugeln. Das heißt, ich werde mehr Wolle brauchen, weil ja die Armkugeln noch eingestrickt werden müssen. Deshalb vermute ich, könnte es knapp werden mit 100 Gramm Wolle. Ja. So, Plan ist jetzt, ich stricke jetzt erstmal dieses Knäuel noch in den Körper ein. Reicht nicht, ist noch viel zu kurz. Also ich brauche definitiv noch mehr für den Körper. Werde dann eins von diesen Knäueln halbieren und jeweils beide Armkugeln stricken und so lang, wie mir halt diese jeweils 50 Gramm reichen. Und dann muss ich gucken. Wenn ich Glück habe, reicht es mir für die Ärmel. Wenn nicht, muss ich von dem dritten Knäuel noch was nehmen. Oder ich habe noch einen Plan B. Den habe ich mit einer Freundin zusammen oder haben wir uns überlegt. Die Idee kam eigentlich von ihr. Die verrate ich euch aber erst, wenn es soweit ist. Also es ist jetzt kein Drama, wenn ich jetzt wirklich nicht genügend Wolle habe.
da wird dann einfach ein bisschen gezaubert und dann wird das trotzdem ein sehr schöner Cardigan werden. Ja, der Longline von der Jorge Locatelli, der kommt jetzt hier wieder in seine Projekttasche und darf schlummern. Na, komm her. Ich bin heute irgendwie elektrisch aufgeladen. Ich merke es auch an den Haaren, die sind irgendwie so... Oder wenn ich den Hund anfasse, den Filou, da macht sie immer... Oh, schlimm. Ja, gut. Achso, die Wolle selber, die ich... Jetzt habe ich ihn schon weggepackt. Das ist eine Hightwist Tweed von Atelier Citron, die ich selber gefärbt habe mit... Was waren es für Farben? Ich glaube von Patchwork Pro. Egal, Säurefarben halt. Ja. So, also, dann kommen wir jetzt hier zu meinem auch aktuellen Teststrick. Ich habe den Körper fertig von meinem Slip-Pullover. So sieht der aus. Och, er ist wunderschön. Oh, einfach toll. Und ich glaube, das wird der Knaller. Dieser Pullover wird mir stehen wie, ja, wie Faust auf Auge, hätte ich fast gesagt. Nein, also ich bin überzeugt, dass der mir wunderbar stehen wird. Ich finde es schade, dass ich mich nicht schon früher getraut habe an solche Farben. Ja, man traut sich dann halt doch immer nicht, gell? Man bleibt so in seinem Schema und ich bin momentan sowieso sehr auf dunkle Farben, wobei das ist ja jetzt keine dunkle Farbe, aber ich mag im Moment gerade hier dieses Samtschwarz oder ein dunkles Blau, ein dunkles, alles was dunkel ist, gefällt mir gerade einfach irgendwie, keine Ahnung. Ich mache wieder so eine dunkle Phase durch, die ich in meinen Teenagerjahren schon mal durch hatte, wobei da war ich dann wirklich krass, gell? Also da war alles schwarz, außer meine Haare, so dick, schwarz geschminkte Augen. Ich weiß nicht, ob ihr auch so eine Phase hattet. Ich hatte sie auf jeden Fall. Naja, kommen wir wieder zurück zu dem Pullover. Ja, er ist toll. Er ist wirklich toll. Ich komme super klar mit der Anleitung. Eben ein Teststrick von der Sandra von Maschengedöns. Man fängt hier oben mit einem doppelten Bündchen an und strickt dann einfach weiter, wie man sich selber die Maschen ausgerechnet hat. Also das ist eine Anleitung, wo man einfach sich eine Maschenprobe strickt und man dann seinen Körper ausmisst und anhand dieser zwei Angaben rechnet man sich selber den kompletten Pullover aus. Wie viel Maschen, wie viel Zunahmerunden, wie viel Zentimeter, gut, das kann man ja auch durchs Anprobieren rausfinden, aber das war wirklich, das ist ganz toll. Und bei mir passt es. Also ich war ja ehrlich gesagt überrascht, aber es hat tatsächlich hingehauen. Ja, und hier unten macht man kein Bündchen, sondern man strickt auch ein doppeltes Bündchen. Einfach hier unten dran. Und das ist dann der Abschluss von dem Pullover. Gefällt mir richtig gut. Und ihr seht, hier war ich beim letzten Mal. Diesen Marker kann ich jetzt rausmachen. Ich werde ihn auch nicht wieder reinmachen, weil, ja... Wo denn? Ich muss jetzt die Ärmel anstricken. Genau, also beide Ärmel kommen jetzt noch dran. Ob ich das im nächsten Video schon habe, weiß ich nicht. Also wir haben noch ein bisschen Zeit, wir Teststrickerinnen. Es entstehen ganz tolle verschiedene Werke. Also das ist ja immer faszinierend, was so Farben ausmachen an einem Strickstück, wie unterschiedlich das dann auch ist. Gell? Ja. Der Slip-Pullover von der Sandra Maschengedöns. Ich kann euch nicht sagen, wann die Anleitung rauskommt. Also der Teststrick läuft noch bis Ende März. Und wie schnell sie dann ist, weiß ich nicht. Aber ich habe ja schon gesagt, auch beim letzten Mal, sobald es soweit ist, werde ich euch Bescheid geben. Ihr werdet den ja auch noch bestimmt, also mindestens einmal, wenn nicht zweimal, in meinem Video sehen, weil ja, der ist ja noch nicht fertig. Da muss ja schon noch ordentlich was ran. Ich habe an dem wirklich, wirklich sehr monogam gearbeitet die letzten Tage. Also ich habe zwei Teststrick, also das ist der eine Teststrick, den ich im Moment mache, dann habe ich noch einen zweiten laufen, den ich euch jetzt auch noch nicht zeigen kann, aber das sind so meine zwei Hauptprojekte gewesen in den letzten Tagen, seit die Mobilmachung bekannt wurde am Donnerstagmorgen, hatte ich nur, ich weiß nicht, irgendwie habe ich mich in diesen Pulli reingearbeitet und ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, meine ganze Energie da reingesteckt. Denn die Wolle ist ja auch recht dünn und ich wollte einfach, ja, kennt ihr das, wenn die anderen Teststricker dann schon so weit sind und man selber hängt so ein bisschen zurück. Also ich weiß, so ein Teststrick soll ja ganz entspannt sein und man hat ja auch alle Zeit der Welt, aber dann, wenn dann so die erste schon den fertigen Körper zeigt, dann muss man irgendwie, ich will jetzt auch. Ja, und dann habe ich daran sehr viel gearbeitet.
Gut, aber das liegt auch an der Wolle, weil die ist halt wirklich dünn. So, das ist ein 50 Gramm Knäuel. Die Hauptfarbe, das ist die Sunday von Sandnesgarn oder Sandnesgarn. Ist eine norwegische Wolle. Die haben eine Kooperation mit Petit Knit. Da gibt es noch andere Qualitäten. Also das ist jetzt eine 100% Merino. Produziert in Norwegen von Sandnes. Oder heißt das jetzt Sandnes oder Sandnes? Heike, du aus Norwegen, der Wolltroll. Sag doch mal, heißt es Sandnes oder Sandnes? Naja, aber die ist super wasch ausgerüstet. 30 Grad Waschmaschine, also kein Problem. Ja, die Sunday. So sieht die Banderole aus. Uiuiui, so ist besser. Genau. Ja, und die hat eine Lauflänge von 235 Meter, also 50 Gramm. Ja, und da habe ich dann zwischendrin, ich habe ja nur 8 Knäule, also 400 Gramm. Zwischendrin hatte ich dann echt mal so das Gefühl, könnte vielleicht doch knapp werden. Nie und nimmer. Ich habe jetzt 3,5 Knäule. Ne, wartet mal, bevor ich euch was Falsches erzähle. Ich muss mal kurz knistern. Das ist noch ein ganzer. Das ist noch übrig vom Körper und ich habe jetzt noch 3 ganze und dieses Stück. Also für 2 Ärmel. Ich habe ja gerade schon erzählt, wie viel Ärmel ich eigentlich brauche. Und ich habe jetzt noch fast 200 Gramm. Also, das reicht locker. Genau, das ist die Hauptfarbe. Dann habe ich das Schwarz, habe ich ein normales Sockengarn genommen. Und zwar die Lana Grossa Meilenweit. Die Vierfach-Sockenwolle in Schwarz. Die könnte mir eventuell knapp werden. Weil dadurch, dass ich jetzt so ein dünnes Garn habe, habe ich viel mehr Wiederholungen des Musters gebraucht, wie jetzt andere, die ein dickes Garn genommen haben. Aber das macht ja nichts. Also an die komme ich locker ran. Die gibt es bei uns im Drogeriemüller sogar. Also kein Thema. Das ist nicht schlimm. Ja, und die? Ich habe vorsichtshalber mal geguckt, ob ich die zur Not noch irgendwo kriegen könnte. Weil in dem Shop, wo ich sie bestellt habe, da war das ja ein Auslaufgarn. Ich habe die reduziert gekauft. Da war sogar bei einem Knäuel hat die Banderole gefehlt. Also ich habe die letzten 8 Knäule gekauft von dieser Farbe. Ich habe aber gesehen, man kriegt die noch. Also das ist dann kein Problem. Da steht nur eine Farbnummer drauf. Ich habe jetzt aber gesehen, in dem einen Shop, die nennen das irgendwas mit Chocolate. Ich finde, das ist so gar nicht Chocolate. Das ist eher Karamell, finde ich. Naja, egal. Auf jeden Fall weiß ich, dass ich zur Not noch was gekriegt hätte, aber ich brauche es jetzt nicht. Also, ja, schauen wir mal. Die Ärmel sind noch nicht gestrickt, gell? So, genau. Mein Slip-Pullover von der Sandra Maschengedöns. So, Madame ist aufgewacht. Was möchten Sie? Molly? Na, komm mal her. Okay. Die zwei sind drauf, kann ich euch sagen. Die haben wirklich große, große Frühlingsgefühle, gell? Große, guck mal da rein. Da. Nein, du hast ganz, ganz schiefes Göschle. Die kleine Nudelmaus. Also das ist ja eher eine kleine Hexe, muss man ja schon sagen. Die hat den Filou im Griff, das kann man sich nicht vorstellen. So, ich würde euch auch ganz gern den Filou zeigen, aber erstens ist der zu groß, um ihn auf den Arm zu nehmen und zweitens sitzt der da draußen irgendwo unterm Baum und beobachtet unsere Vögelchen. Wir haben so viele Vögel im Garten, die beim Futterhäuschen immer sich Futter holen und ja. Jetzt zeige ich euch die kleine Maus zum Abschluss nochmal. Denn an Strickigem war es das jetzt alles. Ich habe euch alles gezeigt. Ich muss tatsächlich nochmal einen Untersetzer stricken für meine Gästetoilette. Ich habe dort nämlich eine ganz hübsche kleine Blume stehen in einem Tontopf. Und dieser Tontopf ist nicht ganz wasserdicht. Und da habe ich gemerkt, oh, da drückt es mir das Wasser durch und es gibt Wasserränder. Naja, das werde ich aber dann irgendwann an einem Abend mal machen. Da reicht ja nur so ein einfach gestrickter. Oh, kleine Genießerin. Oh. Ja, gut. Dann verabschieden wir uns. Bei uns, wie gesagt, die Kinder haben diese Woche noch Ferien. Und dann schauen wir mal, wie es nächste Woche dann wieder weitergeht mit der Schule. Wir werden sehen, was in der Welt alles passieren wird. Wir geben aber die Hoffnung nicht auf, dass es bald ein Ende nimmt.
Also, ich wünsche euch alles Gute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Handarbeiten. Bleibt gesund, passt auf euch auf und hoppala. Ja, verliert den Mut einfach nicht, sage ich mir auch immer. Also, macht's gut, bis dann. Tschüss. Du, komm. Hey, komm. Bloß nicht die Füße nass machen. Ja, geh mal weiter. Ja. Geh mal nach Hause.